da hast du halt einen Neuer hinten drin. Hui. Stark gehalten von Neuer. Guter Abschluss, den hat er aber auch, ja, muss er haben wahrscheinlich. Ja, aber der sah am Anfang gar nicht so gefährlich aus, aber trotzdem wusstest du irgendwie, der kommt auch gut und noch wirklich echt schön. Boah, ja, okay, doch, der war Neuer war eigentlich schon auf der anderen Seite. Ja. Noch. Ja. Der war gefährlich, aber da haben wir halt Neuer hinten drin, ne? Kai Goretzka raus auf Kimmich. Ja, die Flanke kommt. Oh! Werner rückt weg und Gosens kommt nicht hin. Also, ist echt so. Vielleicht nach Umgang gemerkt, dass man vielleicht wieder ein bisschen mehr Absicherung machen muss. Ja, Havertz steckt ihn durch. Durch auf Werner. Oh, nein, den hat er. Bitte. Ah, schade. Schön durchgesteckt, die England-Kombo hier. Kai auf Timo, die Chelsea-Kombo. Ich bin so sauer. Hey. Da war die Lücke. Ich bin so sauer. Ja. Ich bin so sauer. Macht das Tor klein für Werner oder Pickford und hatten dann. Schade. Aber warum denn? Schade. Oder dann vorbeischieben, aber das Ding. Oh mein Gott, was ist das für ein Rückpass? Sterling jetzt. Geht durch. Ginter kann ihn nicht faulen. Stark. Ginter, der Ball kommt zu. Kane und. Heilige Scheiße, sind die zu der. Digga, uns Hummels, Alter, wirklich. Junge, der Typ ist einfach so geisteskrank. Kai! Hui! Kai, Junge. Aber stark. Kai holt mal einen richtigen Strahl raus, Wolli. Stark gehalten von Pickford, Eckball. Muss doch mal rein jetzt. Grealish. Oh, nein. Scharf rein und Tor. Raheem Sterling. Das ist natürlich jetzt unlucky, ne? Das ist sehr unpraktisch jetzt. Tatsächlich. Und wieder Sterling. Die machen 3 Tore und 3-mal Sterling. Ist halt aber auch wirklich so, also ich weiß nicht, also es hat sich jetzt nicht angedeutet, aber es war nee, auch überhaupt nicht klar, dass Deutschland ein Tor schießt oder so, sondern einfach halt einfach... Es war eigentlich nichts in der Luft. Aber wenn, dann noch eher die Engländer. Dann wenn so, eher England, jo. So war die Haltung. Aggressivität und so habe ich tatsächlich nicht gespürt und das Spiel so schnell... Es wäre nicht unverdient, wenn du heute rausfliegst. Nee, oh, stark. Ich steck ihn! Junge, Mann! Was machen jetzt? No! Was? Nee, Digga, das ist gut, dass ich auf der Kamera bin, ne? Alter. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Digga, das ist nicht dein fucking Ernst. Ich meine, Walk, also musste abschließen, weil Walker hat ihn so verprügelt, aber. Boah, Junge, den macht doch im Schlaf! Aber auch andere Thema, wo sind die Wechsel jetzt von Löw? Ja, zumindest gibt es ja normalerweise gerade jedes Mal aufs neue 5 Minuten Nachspielzeit. So ein Todeskrampf, ne? Ach, Digga, du darfst halt nicht solche Bälle verlieren im Aufbauspiel, ne? Oh, wie auch immer er heißt. Kane! Ja, und vorbei, verloren. 2-0 Kane. Kane macht ein Tor, ich weiß nicht. Ja, F, Jungs, F. Würde mich interessieren, wer da vorhin den Ball so dumm hergegeben hat. Ja. Oh, wer das Eigentor geschossen hat. Oh, boy, ach, ist das dumm, Digga. Ja, und genau er hatte eine Minute davor die Chance aufs 1-1. Ja. Tor zählt, okay, schade. So läuft halt das Spiel. So läuft halt das Spiel manchmal. Und dadurch hat England gute Karten tatsächlich, zumindest mal bis ins Finale zu kommen, wieder nach London. Ja, unlucky. Und damit hat wir die EM, wie damals auch die WM, nachdem wir so früh raus waren, damals irgendwie auch wieder so einen leichten Nebel von Unwichtigkeit über ja, sich liegen. Das ist ja immer irgendwie so. Juckt dich, keine Ahnung, wenn mich mehr drin ist, aber bin ich ehrlich, wenn du jetzt rausfliegst gegen England, hätte ich Bock, dass England das Ding erholt. Ich würde das feiern, weil diese pure Ekstase damit, it's coming home, ich habe das schon gefühlt bei der WM 2018. Cool. Das war's, Jungs, das war's. 2-0 England. Alle raus. Tatsächlich krass. Tatsächlich gestern noch gedacht, okay, nachdem jetzt Portugal und auch Italien wahrscheinlich und Frankreich auch draußen sind, hätte man schon denken können, dass das natürlich noch, wenn wir jetzt ins Halbfinale gekommen wären, noch gut was möglich gewesen wäre, aber muss halt erstmal machen können. Schade jetzt. Ja. Na und 2-0 war ich jetzt schon irgendwie kurz genervt, so, weil klar war, scheiße, du fliegst ja wirklich raus, wie dumm ist das denn? Ja. Aber irgendwie jetzt ist halt wieder angekommen, ja gut, ist halt Nationalmannschaft, irgendwie, ja, will halt nicht gerade. Wie gesagt, die Spiele der Hype an der Mannschaft ist irgendwie weg, deswegen. Ja, aber wie gesagt, allgemein würde ich schon sagen, letztendlich war zu wenig dann, war einfach, ne, war einfach zu wenig. Sagt sich so einfach, aber ist auch so einfach, ja. Es war einfach zu wenig heute wieder. Es war zu wenig, du hast diese eine große Hilfslinie bekommen, du hast diese eine Chance bekommen, den einen Fehler.
wie habe ich vorhin schon gesagt, der Fußballgott hat dir einmal gesagt, hier hast du eine Chance, mach 1-1, ja, ein bisschen noch im Spiel drin, machst du nicht, okay, ist selber schuld, dann fliegst halt raus, 3 Minuten später ist 2-0. Das ist halt wirklich, das ist halt, du sagst, der Fußballgott. Ja. So läuft es halt. Wo 10 und so, das waren ja so geile Teams. Deswegen, also natürlich. So frischer Spirit. Ich finde es halt auch echt schwierig so. Das ist ein ganz normales Ding, du spielst nicht über 50 Jahre am Stück top. Immer top, ja, klar. Wie ja gesagt, du hattest 2-4, ne? Da habe ich nicht groß Fußball geschaut, aber wenn man es halt so geschaut hat, eine kurze Ebbe, war es beschissen in der EM. 2-6 hat keiner groß das erwartet und dann kam er schon von hinten auf über den Klinsmann. Spielt wirklich Turniere um Turniere sensationell. Und jetzt ist halt auch wieder die Generation, mit der man die WM gewonnen hat, sind so langsam raus. So seine Mannschaft ist langsam ein bisschen weg, ein bisschen alt, ein bisschen in die Jahre gekommen. Zumindest ein neuer Trainer, holt sich neue Spieler ran, baut ein neues Team. Das stinkt normal. Mm. Ich finde das komplett übertrieben. Ja, wie gesagt, einfach diese, dass es nicht immer hundertprozentig so funktioniert und man hat natürlich auch riesig hohe Erwartungen. Ne? So ja, ist jetzt nicht. Und wenn du dir aber trotzdem auch die anderen Teams anguckst, da sind auch Weltklasse-Spieler dabei. So. Gegen England zu verlieren war jetzt, glaube ich, auch keine Schande. Gegen die Mannschaft halt auch vor allem. Und was man einfach gesehen hat, ich meine, erstmal auch die Spiele, man hätte ja nicht so, man hätte nicht so lange an ihm festgehalten, wenn es jemand anderen gegeben hätte, oder ja, wenn man auch gesagt hätte, ja nie, also. Oder wenn man auch gesagt hätte, dass die Spiele zum Beispiel, die ja davor gespielt hat, alle schlecht waren. Ja, nee. So, ne? Solange man sich halt immer wieder qualifiziert, ja, was im Turnier passiert, ist halt was komplett anderes, ne? Und meinst du so inhaltliche Geschichten, wie jetzt in der 92. Ja, das ist einfach, das ist einfach dumm. Das kann man kritisieren, das kann man auch später beim Flick kritisieren, wenn du irgendwelche Fehler machst inhaltlich. Ja, klar. Ich finde es nur, bei Löw ist es manchmal wirklich sehr schnell, jeder Mini-Klein-Scheiß sofort, eben wegen dieser einen WM 2018, ja, jeder Mini-Scheiß sofort auf die Goldwaage gelegt. Das finde ich wirklich nervig und dem einfach auch nicht angemessen, was er gemacht hat für den deutschen Fußball. Null, ja, und null angemessen. Bin mal gespannt, ob es dann alles so mit einer ähnlichen Haltung reingeht, wenn der Flick dann anfängt. Weil der kommt mit den Vorschuss-Lorbeeren des Jahrhunderts. Also überleg dir mal wirklich, ist jetzt zum Beispiel... Wir erwarten alle, dass der Flick kommt, die WM geholt. Ich bin mal sehr gespannt, weil der Kader bleibt der gleiche, wie gesagt.